Crack Shadow, ich brauche mal eben ganz kurz deine Position. Ich habe hier noch Einheiten, Stücke, Teile deiner Einheiten, die zu deiner Position vorrücken wollen. Herzlich willkommen zum dritten Video der Operation Bierzone, ein Kampf um Hopfen und Malz. Wir befinden uns hier gerade in der Basis der Bierdiebe, wie ihr hier auf der Map auch gleich sehen könnt. Ich werde es euch kommentieren im Video, was wo passiert, weil sich viele Leute das so gewünscht haben. Hier seht ihr einmal das Spielgebiet von oben, die rot umrandete Zone, das ist alles unser Spielgebiet. Wir haben uns im oberen Teil bei den Zelten die ganze Zeit aufgehalten, sind jetzt nach ganz unten rechts gegangen. Hier gut zu sehen als das blaue D, die Basis der Bierdiebe. Etwas ungünstig, da die Bierdiebe dieses Jahr die Armkennzeichnung rot getragen haben und die Bierbrauer, die oberen, die hier rot zu sehen sind, die Armkennzeichnung gelb. Der rote Punkt zeigt uns jetzt an, wo wir gerade stehen. Von da aus laufen wir jetzt weiter zum Flaggenpunkt 4 und von da aus noch weiter bis zu einer kleinen Gruppe, die sich dort schon verschanzt hat im Wald. Achtung, wir sind jetzt. Ah, da ist auch unser Kriegsführer. Ja. Wir sind jetzt. Ja, wie viel sind wir? Dann, wenn wir 10 haben zum Springen, das ist ein ganz schnellen Wechsel rüber zu machen. Wir sind 5 hoch, mein Roman, wie es ausschaut. Dass ihr euch von da nach oben ein bisschen. Ja, die sperren schon wieder den Sender. Dass wir die dann endlich mal rausgehen. Geht sogar gar nichts. Ich verraten uns nicht. Erstmal die Ecke abklären. Ja, die findet ein Feuer reinrennen. Ja, wir gehen mal schwer vor. Dann setzt ihr über. Ja, sobald 10 Mann da sind und dann gehen wir durch die kleinen Gebüschdinger da durch. Ja. Achtung, rechts im Tunnel sitzen wir hier von genau, uns. Genau, sind eigene Kräfte. Okay. Das ist nicht das, was ich denke, sondern ein taktisches Bajonett. 10 Mann? Ja. Okay, schließt alles, was frei ist, ja, ja. Team an, rechts gibt Sperrfeuer, die wechseln jetzt was über, das du gibst Kommando. Dildo. Oh Mann. Ja. Hab ich schon. Ja. Aber nicht in Action. Sperrfeuer! Ja, die aktuelle Situation sieht sehr schlecht aus. Wir werden hier komplett eingekesselt. Die roten Pfeile, das sind die Bierbrauer. Die kommen hier von allen Seiten, sowohl von rechts über dem Wasser als auch von links durch den Wald. Und eine kleine Gruppe von den Roten hat sich hier gerade am Bahngleis bzw. in dem Tunnel verschanzt und hoffen hier auf die Verstärkung. Ja, Aufgabe unserer Truppe, die wir begleitet haben, ist jetzt Verstärkung für die Truppe, die dort wartet im Tunnel zu sein, und gleichzeitig geben die Roten hier Sperrfeuer in Richtung des Hügels und wenig später ist dann deren Aufgabe, als Gruppe gemeinsam hoch zum Hügel gegen die Gelben vorzugehen, die wir hier im Bild eingezeichnet haben. Es stellt sich dann aber heraus, dass die deutlich, deutlich mehr sind. Also die Gelben sind hier deutlich in der Überzahl. Und in diesem Video sehen wir jetzt den Angriff der Roten hoch auf den Hügel, wo die Gelben auch schon waren. Das ist aber keiner, der Funk hat, ne? Ja, ich habe an der Stelle Parrot hochgeschickt, der ist jetzt hochgerannt und filmt die Gegenseite. Unten rechts im Bild seht ihr auch immer, wer gerade gefilmt wird, also wir filmen immer gleichzeitig. Und ich zeige euch abwechselnd die Seite der Roten, die den Hügel hochkommen, und die Seite der Gelben, die auf dem Hügel warten. Ich muss laden.
Seid ihr hit oder tot? Wir sind hit. Vorsicht, pass auf, pass auf, pass auf! Vorsicht! Gary, pass auf! Ich weiß nicht, was ist denn da oben? Keine Ahnung, Respawn von der, ne? Keine Ahnung. Gary, ich brauche hier noch einen, Mann! Da hinten Linse! Über der Kante? Über der Kante, da läuft jetzt wieder einer weg, ich weiß nicht, ob noch einer da ist. Drück links vor. Runter. Ich nehme den Baum rechts davon. Bereit? Los. Ja, hier sieht man jetzt, wie ein Trupp der Gelben den Tunnel beschießt. Dort, wo wir am Anfang gesehen haben, dass die Roten sich da verschanzt haben. Hab einen am Tunnel erwischt. Ist es sicher, den Hang runterzugehen? Würde ich noch nicht machen. Jetzt kommen wir, jetzt kommt Rot dahinter denen. Ja, hier sehen wir jetzt eine schöne Wendung im Spiel. Die Gelben, die eben noch die Roten richtig fertig gemacht haben beim Tunnel da, bei dem kleinen Trupp, der sich da verteidigt haben, haben es jetzt erfolgreich geschafft, die Gelben komplett zu umlaufen und haben den oberen Teil des Hügels gesichert. Und im nachfolgenden Video sehen wir jetzt, wie die letzten vereinzelten Gelben da noch erbitterten Widerstand leisten, aber immer weiter zurückgedrängt werden, immer weiter nach hinten in Richtung ihrer eigenen Basis und die Roten den gesamten Hügel für sich annehmen. Hit! Aufmerksamkeit! Wir kriegen Feuer! 12 Uhr! Senke! Unbekannte Stellung! Sowie jenseits der rechten Freifläche bzw. angelehnt an diese! Weiß! Ich muss erstmal rekrutieren, Jungs! So, jetzt aufhören. Das ja. Ihr Diebe! Aufmerksamkeit! Wir kriegen Feuer! 12 Uhr! Senke! Unbekannte Stellung!
sowie in das der Rechtsfreifläche bzw. angelegter Wiese. Also, Feind, hast du gesehen? Auf 12 Uhr? Ja. Vorsicht! Kontakt 12 Uhr, Brücke 150! Auf dem Weg! Ja, wie man hier sieht, hin und wieder gibt es vereinzelte Gelbe, die hier noch Widerstand leisten, die sich irgendwo versteckt haben oder von weiter oben versuchen zu agieren. Aber insgesamt kann man sagen, die Roten haben hier ganz klar gewonnen. Sie haben es geschafft, die Gelben zurückzudrängen und den Hügel fast vollständig besetzt. Ed? Bist du schon mal? Ed. Kontakt. Oben im Hang links. Bitte schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das fandet, was ihr euch an der Kommentierung oder der Map-Einblendung wünscht, in welche Richtung das gehen soll und ob ich zu viel oder zu wenig geredet habe. Den Link zur kompletten Video-Playlist der Bierzone 2014 findet ihr übrigens in der Beschreibung verlinkt.